Oh, moin Leute und willkommen zu diesem Video. Hallo. Octavia 1Z, Kofferraumverkleidungen ausbauen. Wir beschäftigen uns in diesem Video mit dem Boden hauptsächlich, nicht mit den Seiten. Ne? Wir werden also das hier und diese Trennwände quasi einmal rausnehmen. Und dann werden wir erstmal weiter gucken. Dafür folgendes. Diese Dinger hier, Moment, ich komme, sind nur so Bajonettschrauben quasi. Das sind ja gleichzeitig die Ladungssicherungshaken für verwendbar und so. Die ungefähr 3 Gramm halten. Korrekt, genau. Die einmal drehen und raus. Dann ziehen wir die zur Seite. Haben wir irgendwo eine leere Magnetschale oder sowas? Nee, hier haben wir das, haben wir. Ja, das wäre gut. Der Hund hat mich gefangen genommen. Perfekt. Dann kann man diesen Gerät hier nämlich schon wegnehmen komplett. Dann wird es nämlich spannend, diese Seitendinger hier. Moment, da, ich baue ich mal eben hier rein. Haben Tom und ich letztes Mal überlegt und überlegt. Ne? Und keiner wusste, was man dann zu fangen. Das war eklig. Ohne die Anhaltung. Da? Genau diese Dinger hier. Und zwar, hier unten drin, da seht ihr diesen schwarzen Verschluss, den man in irgendeine Richtung drehen kann. In diese nämlich, nach rechts rum auf dieser Seite. Und dann ist das nur noch eingehakt. Genau. Und dann kann man den also, ich kann es ja jetzt nochmal zeigen, wo man da hingucken kann. Genau. Der ist hier, nämlich auf diesem Ding drauf. Eben ein bisschen so. Und dann ist er so verriegelt. Okay. So, so, und die Matte, der Teppich liegt ja dann nur noch drin. Genau, das können wir aber auch eben schnell wegnehmen. Jetzt kann man einmal so machen, dann bleibt das ganze Geraffel da hinten liegen. Und dann haben wir so einen blanken Kofferraum vor uns. Genau. Na? Da haben wir das Kofferraum Bodenverkleidung ausgebaut. Ja, Seitenverkleidung haben wir jetzt erstmal nicht vor, würde dann aber dann in einem extra Video irgendwann nochmal kommen, falls wir das genau brauchen. Einbau brauchen wir, glaube ich, in dem Fall tatsächlich nicht zeigen. Ich denke auch nicht, das sollen wir selber hinkriegen. Ne? Würden wir mal sagen, das war's mit dem Video und wir wünschen mir immer viel Spaß beim Schrauben. Tschüss! Hilfe!